Und wieder an der Rostock über Jennecke. Klasse in die Mitte gespielt. Aber in der Mitte verpasst. Björn Ziegenbein erneut. Und es war... Es gibt Eckball. Ja, es gibt Eckball. So habe ich es richtig gedeutet. Und währenddessen beginnen die Rostocker hier mit einer ersten Welle durch Wellenversuch durchs Stadion. Und die Stimmung ist trotz dieses klaren Spielstandes relativ gut hier. Im weiten Rund, da merkt man die Verbundenheit doch zum FC Hansa Rostock. Und dann sah wieder über die linke Seite, über Jeneke, Vujanovic, Stöber mit dem Klasse gehalten und Neitzel setzt nach. Und es gibt Freistoß für den FC Hansa Rostock, für den Neumühler SV. Und dann sich da zum Abschluss hinlegt, aber der Schiedsrichter hat auch Freistoß entschieden. Und ein klasse Pass vorne rein. Können sie nicht direkt weiterspielen. Wienerjenige mit der Flanke, das ist Lartey mit dem Kopf aufs Tor. Da steht er völlig frei. Befreit aber da natürlich nicht schön. Jetzt gibt es Freistoß für Neumühler kurz hinter der Mittellinie. Und vielleicht wieder die Chance, die Neumühler ein wenig Mut zu fassen, dieses Spiel wieder anzunehmen, es als ihre Chance zu sehen und das Spiel einfach jetzt nochmal 0-0 stehen zu lassen. Mal zu gucken, was geht. Und da holt der Stadionsprecher die Zuschauer nochmal dazu. Das war ein schöner Freistoß. Auch wenn da kein Neumühler rankam. Aber Hansa Rostock holt sich den Ball und leitet jetzt den Konter ein. Jetzt mal über die rechte Seite. Kein Abseits. Aber Neitzel setzt sich da fest und es gibt Abschluss von Neumühler. Das war hervorragend geklärt. Das war eine gefährliche Situation. Die Rostocker da in Überzahl. Aber Neitzel bekommt es nicht. Die richtige Entscheidung geht da selbst, hätte vielleicht noch ein weiteres spielen sollen, der Mitspieler völlig frei. Und so gibt es Abstoß für Neumühle. Und erst gewinnt Hansa den Kopfball da, aber Neumühle erkämpft sich den Ball, spielt den Ball vorne rein. Und es gibt Freistoß für Neumühle aus einer gefährlichen Situation, daraus fiel das erste... Aus einer ähnlichen Situation fiel das erste Tor des FC Hansa Rostock. Jetzt wollen wir mal sehen, was der Landesliga es da zu bieten hat. Wo sind die Fans? Ich höre euch nicht klatschen. Das sind die Fans vom Neumühler SV. So, am Freistoßpunkt steht jetzt Konrad Strauß und er wird ihn wohl direkt draufbringen. Ja, und knapp übers Tor. Sah nicht schlecht aus, aber keine Gefahr für das Rostocker Tor.
Schöner Seitenwechsel. Nur von Hansa Rostock und Pelzer mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Keinerlei Gefahr für das Neumiller Tor. Und jetzt nach Müllema, vielleicht mit einem Angriff schön in die Spitze gedacht. Der Ball kommt über Umwege doch bei einem Stürmer an. Und da haben die Rostocker doch wieder ein Bein zwischen und können ihrerseits den Konter einleiten. Ja, haben sie nicht aufgepasst. Enrico Neitzel, jetzt spielt den Ball zurück auf Pelzer. Und jetzt spielen sie ein bisschen um den Strafraum rum. Latheim mit dem Pass in die Tiefe, das hatte sich eigentlich angekündigt. Und trotzdem kommt er nicht an den Ball. Und so gibt es Abschluss für Neumühle. Man merkt doch die Nervosität, die macht Neumühle, ist man nicht ganz frei. Man merkt, die geistige Frische beim FC Hansa Rostock ist deutlich mehr gegeben als bei den Schwerinern. Und genau das macht hier den Unterschied aus. Aber der Kampf ist trotzdem gegeben bei Neumühle, aber Kerner ist jetzt da. Holt sich den Ball, sonst wäre es gefährlich geworden gegen Sebastian Apitz. Es ist schön zu sehen hier, die Heimmannschaft der Neumühler SV liegt hier mit 3:0 hinten und der aus dem Fanblock tönt, oh, ist das schön, und zwar nicht als Hohn, sondern tatsächlich ernst gemeint. Es ist eine schöne, friedliche Fußballatmosphäre hier, so wollen wir das gerne sehen. Abseits entschieden, jetzt gegen die FC Hansa Rostock Freistoß für Neumühle. Wo sind die Neumühle-Fans? Und auch jetzt sind wir noch Neumühle! Auch jetzt sind wir noch, bekennen sich Neumühle! Viele Leute Hansa! Zu Neumühle. Alle zusammen! Und der Stadionsprecher holt nochmal die Zuschauer hier aus dem Stimmungstiefschlaf. Fordern nochmal alle auf, hier mitzumachen, den Spielern Tribut zu zahlen und auch Mut zu machen auf ein doch gutes Fußballspiel. Natürlich hauptsächlich angeleitet von Hansa Rostock. Diejenige mit der Flanke. Oh, Lata, das sah gefährlich aus. Tiefflugkopfball von Michael Drefahl. Und das war gefährlich. Und dann bin ich ungestüm von Apitz. Freistoß Hansa Rostock. Man hört gerade den Torhüter der weiter Jungs, also er versucht seine Jungs zu motivieren, sich aufzustellen, die geistige Frische herzustellen. Auf der Höhe zu sein mit dem FC Hansa Rostock, weil das sind sie nicht so unbedingt, aber jetzt die Flanke mal unterbinden können.
Und Einwurf für Neumühle auf Höhe der Mittellinie. Pelzer mit dem Seitenwechsel, die Neumühler müssen verschieben. Rostocker Spiel etwas statisch, die Neumühler müssen verschieben und dann zieht Hansa an und hat da die Chance mit zwei Stürmern, die da im Strafraum sind, aber Neumühler kann den Ball retten. Neumühler wirft eigentlich alles rein, was sie haben, nämlich ihren Kampf. Und da schön aufgepasst, aber der Ball blind nach vorne geschlagen. Da steht einer Müller gegen die Rostocker Abwehr. Und dann dieser klasse Pass von Neitzel auf Larteil. Prallen lassen dieser Ball und dann im Nachfassen gegen Vujanovic. Schön geholt, abklatschen, das sieht man auch gerne. Und das weckt natürlich die Zuschauer auch auf. Und der Zuschauer kann sich von den Zuschauern auch den entsprechenden Applaus abholen. Volker Stöwe im Tor des Neumühler SV. Und trotzdem, also Neumühler Fuß noch dazwischen, trotzdem kommt der Ball bei Jenike an und das ist ein Doppelpass im Strafraum, fast am 5-Meter-Raum. Aber das lassen sich die Neumühler nicht gefallen, holen sich den Ball da. Apelt mit einem Doppelpass und dann gibt es doch den Freistoß für Neumühle.